SEO, von vielen SEO genannt. Das steht für Search Engine Optimization, zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. In dieser Disziplin des Online-Marketings geht es darum, die eigenen digitalen Inhalte so zu optimieren, dass sie bei der organischen, also unbezahlten Google-Suche möglichst weit oben stehen. Wer seine Inhalte bei den passenden Suchbegriffen in den oberen Rängen hat, bekommt kostenlos viele Leser auf seine Seite. Leider hat dieses Thema in den vergangenen Jahren ziemlich krude Auswüchse genommen. Vermeintliche SEO-Profis wollen einem vermeintliche SEO-Hacks verkaufen, mit denen man seine Inhalte wie von Zauberhand auf Platz 1 bei Google bekommt. Aber das ist Quatsch. Googles oberstes Interesse bei der organischen Google-Suche ist, dass Googles Kunden, die Nutzer der Suchmaschine, gute Ergebnisse finden. Nur so konnte sich Google zum unangefochtenen Marktführer in Sachen Suchmaschine entwickeln. Wenn es möglich wäre, mit irgendwelchen technischen Tricks schlechte Inhalte in die oberen Ränge zu bringen, dann hätte Google ein echtes Problem. Der beste SEO-Hack, und da sind sich alle echten SEO-Profis einig, sind gute Inhalte. Schreibe also gute Artikel. Schreib für deine Leser. Das ist schon mehr als die halbe Miete an der SEO-Front. Es gibt ein paar Kniffe, mit der du es Suchmaschinen wie Google erleichterst, deine Inhalte in ihrem Index aufzunehmen. Hier sind die aus meiner Sicht wichtigsten fünf. Erstens, nutze ein SEO-Plugin bei WordPress. Ich empfehle dir das SEO-Plugin von Yoast. Es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus und gibt dir einen guten Überblick über dieses Thema. Wenn du die Anweisungen und Tipps befolgst, dann bist du SEO-seitig bereits gut aufgestellt. Zweitens, nutze ein SSL-Zertifikat für deine Domain. Das ist nicht nur datenschutzrechtlich höchst empfehlenswert, auch Suchmaschinen mögen sichere Seiten für ihre Kunden. Drittens, sieh zu, dass deine Seite einigermaßen schnell lädt. Es gibt zahlreiche kostenlose Test-Websites, mit denen du die Ladezeiten deines Blogs messen lassen kannst. Google einfach mal Website-Geschwindigkeit-Test. Wenn du langsame Ladezeiten hast, dann sprich mal mit deinem Hosting-Anbieter darüber. Viertens. Benenne deine Bilder und die URL deiner Blogartikel sinnvoll. Benenne auch den Alt Tag, also den Alternative Tag deiner Bilder. Darüber freut sich nicht nur Google. Du machst deinen Blog damit auch barrierefreier. Zum Beispiel können blinde Leser sich über den Alt-Tag den Inhalt deines Fotos vorlesen lassen, weil sie es ja selbst nicht sehen können. 5. Schreib für jeden deiner Blogartikel einen sinnvollen Meta-Tag und die Meta-Description. Das sind die Daten, die bei Google in der Überschrift und in der Beschreibung angezeigt werden. Mit dem SEO-Plugin von Yoast kannst du das für jede Seite und jeden Beitrag bei WordPress selbst formulieren. Und das war's. Mehr musst du erstmal gar nicht machen. Warte doch, eine Sache fehlt noch. Ignoriere die selbsternannten SEO-Gurus, die dir irgendwelche Tools verkaufen wollen, mit denen du es angeblich innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 bei Google schaffst. Denk dran, Blogger haben chronischen Zeitmangel und auch du wirst chronischen Zeitmangel haben. Investiere deine Zeit lieber in neue Blogartikel. In diesem Kapitel haben wir über Social Media gesprochen. Du hast erfahren, wie du mit Gastartikeln andere Blogger einspannen kannst, dich und deinen Blog bekannter zu machen. Und zum Schluss hast du gelernt,
Was es mit dem großen Mythos Suchmaschinenoptimierung auf sich hat. Du bist jetzt gewappnet, in die Welt hinauszuziehen und mit deinen hammermäßigen Inhalten neue Leser zu gewinnen. Aber kannst du sie auch halten? Kannst du sie an dich binden und dafür sorgen, dass sie auch wieder zu dir zurückkommen? Ja, das kannst du. Und ich zeige dir wie, im nächsten Hauptkapitel. Bis gleich.